Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Präsentation vom Projekt Spielzeugfreier Kindergarten. Das Projekt Spielzeugfreier Kindergarten ist entstanden in der Kooperation von verschiedenen Suchtpräventionsstellen im Kanton Zürich. Mein Name ist Larissa Hauser, ich bin Fachmitarbeiterin auf der Suchtpräventionsstelle Winterthur, bin Psychologin, ehemalige Lehrerin und Mutter von zwei kleineren Kindern. Unser Grosser ist jetzt gerade in die erste Klasse gekommen. Ich möchte Ihnen das Projekt aus fachlicher Sicht näher bringen und Ihnen auch erklären, was das Ganze mit Suchtprävention zu tun hat. Der spielzeugfreie Kindergarten ist nicht neu. Das Projekt ist bereits in den 90er Jahren in Deutschland durchgeführt worden. Aufgrund von Erkenntnissen aus der Forschung, dass man Suchtprävention eben möglichst früh ansetzen sollte. Es geht darum, dass man Lebenskompetenzen stärkt von den Kindern. Und das ist heute auch im Lehrplan 21 so verankert, das wichtigste Thema, wie auch das soziale Lernen bei den Kindern, wo ein wichtiger Auftrag ist vom Kindergarten. Und somit ist das Projekt wieder ganz aktuell. Kann denn Spielzeug süchtig machen? Nein, natürlich nicht. Spielzeug und vor allem Spielen ist für jedes Kind elementar wichtig. Es ist sozusagen die Hauptaufgabe von Kindern zum Spielen und auch so lernen sie am meisten. Trotzdem ist es so, dass Kinder vorfabrizierte, fertige Spielsachen bevorzugen, wo relativ wenig Raum für Kreativität lassen. Spielzeug ist heute auch oft im Überfluss vorhanden und Kinder wissen dann manchmal gar nicht mehr, was sie spielen sollen. Zudem kommt, dass immer mehr Kinder grosse Mühe haben, mit Langweile umzugehen. Dabei ist Langweile auch wieder ganz etwas Wichtiges, auch für Kreativität. Man weiss aus der Hirnforschung, dass es wichtig ist, dass Kinder das auch mal aushalten und so neue Sachen können entstehen und sie auch Bewältigungsformen finden für den Umgang mit Langweile. Spielzeugfrei heisst aber nicht spielfrei. Im Gegenteil. In dieser spielzeugfreien Zeit im Kindergarten haben die Kinder ganz neue Möglichkeiten, die sie bekommen. Sie haben mehr Zeit, sie haben mehr Raum für neue Erfahrungen und Spielformen. Sie haben eigentlich mehr Zeit zum Spielen als vorher. In dieser Zeit erkennen die Kinder oft eigene Fähigkeiten besser kennen. Sie lernen auch auf ihre Bedürfnisse besser eingehen, weil sie sich selber strukturieren müssen und selber ein neues Spiel oder ein neues Thema finden, das sie bearbeiten könnten. Sie müssen sich sehr stark mit sich selber auseinandersetzen und mit den anderen Kindern. Zudem kommen die Kinder die Möglichkeit über, ihre Fantasie und ihre Kreativität voll auszuleben. Da sind ihnen nur wenig Grenzen gesetzt. Und eben auch, wenn es mal langweilig ist, sind sie selber darauf angewiesen, etwas Neues herauszufinden. Oder ihre Gespenli zu fragen, was sie jetzt machen könnten. Und was ist mit der Kindergartenlehrperson in dieser Zeit? Auch die Kindergartenlehrperson kommt ganz eine andere Rolle über. Sie ist nicht mehr anführend, sie tut nicht mehr strukturieren oder den Kindern vorgeben, was sie machen, sondern sie geht fest in den Hintergrund, tut beobachten, ist natürlich immer präsent. Und trotzdem lässt sie Kinder wie alleine ihre Wege finden und wenn es gar nicht geht, dann tut sie einschreiten und den Kindern wiederum helfen, selber dann ihre Schwierigkeiten zu lösen. Auch für die Kindergartenlehrperson ist das oft eine Herausforderung, der Rollenwechsel, und auch sie müssen da manchmal über den eigenen Schatten springen und etwas dazulernen. Sie halten sich bei allem zurück und gehen eher fragend auf die Kinder zu, wenn sie merken, dass es Schwierigkeiten gibt. Es steht immer im Vordergrund, dass Kinder die Situation können lösen oder weitergehen. Wichtig ist zu sagen, die spielzeugfreie Zeit ist nicht eine regelfreie Zeit. Nach wie vor gelten die gleichen Regeln wie auch sonst im Kindergarten. Zum Beispiel, dass man achtsam ist mit sich selber und den anderen und dass man sorgsam umgeht mit Gegenständen oder Materialien. Wie bereits erwähnt, hat das Projekt zum Ziel, gewisse Lebenskompetenzen besonders zu stärken. Zum Beispiel Beziehungsfähigkeit. Wenn die Spiele nicht mehr vorgegeben sind oder der Kind nicht mehr vorgegeben wird, was sie sonst machen sollen, dann kommen sie stark in die Auseinandersetzung miteinander.
Sie finden zusammen Spiel raus, sie tun Regeln miteinander verhandeln oder müssen überlegen, was spielen wir jetzt. Und die Rückmeldung von der Kindergartenlehrperson und auch von den Eltern aus diesen spielzeugfreien Kindergarten ist oft, dass Kind ganz neue Freunde finden in dieser Zeit oder mit anderen Kindern spielen, wo sie vorher gar nichts damit zu tun hatten. Was enorm zunimmt, ist die Sprachkompetenz in diesem Projekt. Das wird immer wieder rückgemeldet, weil die Kinder kommen wie nicht drum herum, um miteinander zu reden und zu verhandeln. Sie machen das mehr als sonst. Dann geht es, wie gesagt, immer wieder auch darum, dass die Kinder selber wahrnehmen, was brauche ich jetzt? Habe ich Hunger zum Beispiel? Oder brauche ich jetzt eher Ruhe und möchte etwas für mich machen? Oder möchte ich etwas anderes spielen? Wer würde sich mit mir zusammentun und etwas anderes bauen zum Beispiel? Oder ein anderes Rollenspiel machen? Also die Kinder müssen selber entscheiden, sie müssen es aber auch ein bisschen lernen in dieser Zeit. Was brauchen sie, was möchten sie und wie sie sich durchsetzen können. Wie gesagt, Kreativität und auch Problemlösefähigkeit werden besonders gestärkt. Durch die Freiheit, die die Kinder auch haben, bei dem, was sie machen können, geraten sie auch immer wieder mal an Grenzen. Vielleicht ist ein Bauvorhaben nicht möglich, weil ihnen irgendein Material fehlt oder so. Und dann müssen sie zusammen herausfinden, wie sie das lösen können. Auch die Frustrationstoleranz erfahrt hier eine Stärkung. Die Kinder lernen mit dem umzugehen, zum einen vielleicht mit Langeweile, aber auch andere unangenehme Situationen, auch Konfliktsituationen, wo sie auch Methoden gelernt bekommen, wie sie so Situationen lösen können. Was hat jetzt das Ganze mit Suchtprävention zu tun? Eine wichtige Aufgabe der Suchtprävention ist es, Schutzfaktoren zu stärken. Dazu gehören die Lebenskompetenzen, wie Sie jetzt gerade vorher gehört haben. Und zwar von klein auf und über alle Altersstufen hinweg. Im Leben von jedem Menschen gibt es sogenannte Risikofaktoren. Also gewisse Gegebenheiten, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Sucht könnte entstehen oder jemand gewalttätig wird oder so. Auf der anderen Seite haben wir alle in unserem Leben Schutzfaktoren, die uns eher vor dem schützen. Es geht darum, die Schutzfaktoren möglichst zu stärken, dass die den Risikofaktoren entgegenwirken können. Nebst den Lebenskompetenzen sind Schutzfaktoren auch zum Beispiel Beziehungen zu den Eltern, zu den Lehrpersonen, die positiv sind, die stärken, aber auch sonst das Elternhaus oder die Schule, Regeln, Normen, wenn die Kinder wissen, was sich gehört, was sie dürfen, was nicht, auch gesellschaftliche Aspekte, der Umgang miteinander und so weiter. Da sehen Sie einfach als Beispiel ein paar Risikofaktoren, die, wie gesagt, einen Einfluss haben auf eine Suchtentstehung. Das heisst jetzt nicht, wenn Sie darauf etwas sehen, wo Sie denken, das trifft auf Ihr Kind zu, dass das Kind dann wegen dieser Sucht entwickelt. Das sind einfach Faktoren, die dazu beitragen können. Und was macht Kind stark? Also wie können sich Kinder eben diesen Risikofaktoren widersetzen, die ja in jedem Leben vorkommen? Kein Leben verläuft einfach geradlinig und ohne Probleme. Und da sind wir eben wieder bei diesen Lebenskompetenzen, wo wir jetzt schon ganz viel darüber gehört haben. Und wo im Projekt Spielzeugfreier Kindergarten können gestärkt werden. Natürlich nicht nur dort, auch an ganz vielen anderen Orten. Das Projekt Spielzeugfreier Kindergarten ist ein Mosaikstein im grossen Ganzen, der etwas dazu beitragen kann. Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben und Sie einladen, gedanklich einfach mitzugehen und zu schauen, was können Sie mitnehmen für Ihren eigenen Alltag mit Ihren Kindern. Wo können Sie Ihre Kinder auch stärken? Und im Sinne vom spielzeugfreien Kindergarten handeln. Förderung von einem starken Selbstwertgefühl. Überlegen Sie sich, wann haben Sie Ihr Kind das letzte Mal gelobt für etwas, was es gemacht hat. Und das muss nicht unbedingt etwas sein, was es gut gemacht hat, sondern vielleicht auch etwas, was es noch nicht so gut kann und sich aber fest Mühe gegeben hat oder dranbleiben ist, Geduld gezeigt hat, Ausdauer. Auch für das kann man ein Kind loben, das ist sogar sehr wichtig.
Lassen Sie Ihr Kind auch schwierige Sachen selber machen und loben Sie dann eben für die Bemühungen? Wie zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie es lieb haben und mit allen Stärken und Schwächen annehmen? Mit Gefühl umgehen können ist ganz etwas elementar Wichtiges im Leben von einem Menschen und auch im Sinn von der Sucht- und Gewaltprävention ganz ein wichtiges Thema. Überlegen Sie sich, wie teilen Sie Ihre eigenen Gefühle oder Ihr Befinden am Kind mit? Zeigen Sie, reden Sie darüber, wie es Ihnen geht? Oder sind Sie diesbezüglich vielleicht eher verschwiegen? Was tun Sie, wenn es Ihrem Kind langweilig ist? Ich weiss von meinem eigenen Kind, dass wenn es denen langweilig ist, dann habe ich es streng. Sie stehen nämlich neben mir, sie quengeln und sie möchten, dass ich sie unterhalte. Versuchen Sie auch damals wieder stehen, das auszuhalten mit Ihren Kindern zusammen. Und lassen Sie Ihre Kinder selber Weg daraus finden. Wie gehen Sie mit Gefühlsausbrüchen von Ihrem Kind um? Oder vielleicht auch mit Ihren eigenen Gefühlsausbrüchen? Wichtig ist, Gefühle anzunehmen. Gefühle sind da, sie gehören zu uns und sie sind grundsätzlich nie schlecht. Man kann einen konstruktiven oder eher destruktiven Umgang damit haben. Und darüber muss man reden. Wie gehen Sie Ihrer Familie mit Konflikt oder Problem um? Auch das sind Themen, die urmenschlich sind. Wir alle haben Konflikt, Streit. Wir alle kommen irgendwo an Probleme, die wir lösen müssen. Das ist nichts Schlechtes. Die Frage ist, haben wir einen Umgang damit gefunden oder wie lernen wir unseren Kind damit umzugehen? Überlegen Sie sich, schreiten Sie immer gerade ein, wenn Ihr Kind mit jemandem streitet? Oder unterstützen Sie das Kind vielleicht eher darin, selber Lösungen zu finden? Wie streiten Sie selber? Wie gehen Sie mit Konflikt um? Man kann sehr unterschiedlich streiten. Es gibt fairere und weniger faire Varianten. Wann geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, eigene Lösungen für Probleme zu finden? Und wie setzen Sie Grenzen? Oder was passiert, wenn die Grenzen überschritten werden? Auch das Thema Regeln ist hier ein ganz elementares Thema. Wie man Regeln aufstellt, die verhandelt und eben dann auch konsequent ist. Und zum Schluss noch das Thema Kommunikation. Wahrscheinlich Grundlage von allem anderen. Ein wichtiger Teil bei der Kommunikation ist das Zulassen. Vielleicht sogar der wichtigste. Wenn nämlich niemand zulässt, dann kann auch niemand etwas erzählen. Überlegen Sie sich, wie geben Sie Ihrem Kind zu verstehen, dass Sie es verstanden haben? Wie zeigen Sie das? Wann darf Ihr Kind mitentscheiden? Darf es immer mitentscheiden? Oder gibt es auch Sachen, wo Sie selber entscheiden? Was ist sinnvoll diesbezüglich? Und gibt es Zeiten, wo Sie als ganze Familie zusammenkommen und über Erlebnisse austauschen? Erzählen auch Sie mal etwas von Ihrem Tag oder wie es Ihnen ergangen ist? Oder sind Sie eher im Fragemodus und das Kind erzählt? So, und damit sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen, auch für sich, vielleicht für Ihren Alltag. Ich hoffe auch, dass Sie verstanden haben, wieso das Projekt durchgeführt wird, der spielzeugfreie Kindergarten. Ich hoffe auch, dass ich ein bisschen von meiner eigenen Begeisterung und Überzeugung für das Projekt Ihnen weitergeben konnte. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren mit Kindergärten, Kindergartenlehrpersonen, mit Eltern, die das Projekt durchgeführt haben. Und ich freue mich auch über die nächsten Durchführungen. Sicher haben Sie jetzt noch Fragen, entweder auf Ihr Kind bezogen oder vielleicht auch noch zum Projekt, auch noch für sich. Und darum möchte ich Sie herzlich einladen, dass Sie doch am Zoom-Meeting teilnehmen, wo Sie eine Einladung dafür bekommen haben von Ihrer Kindergartenlehrperson. An diesem Abend zu dieser Zeit würde ich sehr gerne Ihre Fragen beantworten,
Sie haben vielleicht auch die Möglichkeit, noch andere Eltern zu hören und so voneinander auch zu profitieren. Und wenn Ihnen das nicht möglich ist, dürfen Sie mir gerne auch persönlich ein Mail schreiben oder mir anrufen an meinen Arbeitstag. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.